Ihr kennt bestimmt alle die Schlösser, die schon mal an Bahnhofsgeländern hängen. Was aber, wenn ich nun den sogenannten Lockpicking-Sport betreibe und mich aufs Schlösserknacken spezialisiert habe? Darf ich die so einfach aufbrechen oder ist das eine Sachbeschädigung? Wir klären es in diesen Nutzerfragen. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke. Ist mal wieder Sonntag, Zeit für eure Nutzerfragen. Und die erste Nutzerfrage, die kommt von Con in Flame. Er oder sie fragt, was passiert eigentlich, wenn ich ein defektes Gerät zur Reparatur sende und meine 2 Jahre Garantie innerhalb der Reparatur auslaufen? Ich habe ein Smartphone gekauft, das Gerät zum Reparaturdienstleister geschickt und meiner Versicherung das mitgeteilt, aber keine Rückmeldung erhalten und die 2 Jahre sind jetzt abgelaufen, noch während das Gerät in der Reparatur liegt. Also muss ich jetzt bangen um meine Versicherung. Also, hier ist eins zu unterscheiden. Normalerweise gibt es ja die Gewährleistung, 2 Jahre Gewährleistung. Was du aber hier hast, ist eine Garantie und die Garantie, die gibt dir die Versicherung, die Garantieversicherung. Und da gilt, dass du zunächst mal in die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Versicherung gucken musst. Aber ich kann dir schon sagen, was da drin steht. Auf jeden Fall muss es ausreichen, dass du den Schaden anzeigst. Wenn dann die Garantie abläuft, dann kann man dir daraus keinen Strick drehen, dass die Versicherung so lange braucht, darauf zu antworten. Sonst hätten die es ja in der Hand, in die Länge zu ziehen, wann sie dir antworten und damit dann eben die Garantie auslaufen zu lassen. Das heißt, der Meldezeitpunkt, der wird für dich hier entscheidend sein. Den solltest du dir unbedingt bestätigen lassen. Du sagst, du hast noch keine Rückmeldung, also wäre es ganz gut, wenn du wenigstens per Einschreiben Rückschein denen den Sachverhalt anzeigen könntest, dann wäre nämlich klar, dass du den Schaden gemeldet hast. Ähnlich ist es übrigens auch bei der Gewährleistung, wenn ihr die Gewährleistungsansprüche geltend macht innerhalb der 2 Jahre, dann reicht das aus, auch wenn dann später erst repariert wird. Da kommt es auf den Zeitpunkt der Geltendmachung an. Nächste Frage kommt von Michael Simich. Er sagt, was ist Befangenheit? Kann ein Richter als befangen erklären, welche Auswirkungen hat sowas? Grundsätzlich gilt, man hat in Deutschland seinen Anspruch auf einen gesetzlichen Richter und der steht im Übrigen schon im Vorfeld fest. Das heißt, ihr könnt jetzt schon sehen, wenn ich vor dem Landgericht Köln verklagt werde, wer wird mein Richter sein? Das ergibt sich nämlich aus den Geschäftsverteilungsplänen im Internet. Also, mein Nachname beispielsweise ist Solmecke. Solmecke SO bekommt den Richter so und so. So oder so ähnlich können Geschäftsverteilungspläne aussehen und somit steht im Vorfeld schon fest, welchen Richter ihr bekommt. Wenn ihr aber seht, dass der Richter ausgerechnet mit demjenigen, den ihr verklagt, eng verwandt ist, dann könntet ihr sagen, ich habe hier das Misstrauen in die Unparteilichkeit dieses Richters und ihr müsstet eben diese Zweifel darlegen. Es spielt keine Rolle, ob der dann wirklich unparteilich ist. Es spielt nur eine Rolle, dass die Zweifel an sich berechtigt sind. Das können auch andere Dinge sein, das können auch weltanschauliche Äußerungen des Richters sein. Diese Zweifel müsstet ihr dann entsprechend darlegen. Ob dann ein Richter wirklich befangen ist oder nicht, das müssen die Gerichte entscheiden. Das entscheiden dann die Kammer, in der der Richter Mitglied ist, ohne den Richter selbst. Das heißt, die beiden Kollegen entscheiden, ob ihr dritter Kollege beispielsweise befangen ist. Nicht immer ganz optimal, weil sich natürlich die Kollegen untereinander ganz gut verstehen und vielleicht nicht so schnell jemanden für befangen erklären, wie man denkt. Deswegen stellen wir hier nur in den seltensten Fällen Befangenheitsanträge, weil es ehrlicherweise relativ wenig bringt. Manchmal hat das allerdings Chancen. So zum Beispiel bei einem Strafrichter, der auf seinem öffentlichen Facebook-Profil den Kommentar hinterlassen hatte, wir geben ihrer Zukunft ein Zuhause, JVA, schwedische Gardinenverkäufer. Und dann sagte er, das ist mein, wenn du rauskommst, bin ich in Renteblick. Der BGH sagte, naja, daraus sieht man die Haltung dieses Richters, der will jemanden unbedingt ins Gefängnis bringen und er hat einen Spaß daran,
hohe Strafen zu verhängen. Und insofern war dieser Richter hier befangen und konnte entsprechend auch abgelehnt werden. Letzte Frage kommt von Port29D. Er sagt, hallo, ich selbst betreibe den Lockpicking-Sport. Das ist der Sport des Öffnens von Schlössern. Bei uns in der Stadt gibt es eine Brücke, an der viele ein Schloss oft mit persönlicher Gravur befestigen und den Schlüssel dann in den Fluss werfen. Diese Schlösser werden alle 2 bis 3 Jahre vom Ordnungsamt entfernt, da sie wohl illegal angebracht wurden. Darf ich meinen Sport an diesen Schlössern ausüben? Wie sieht es aus, wenn ich das Schloss öffne und wieder zuschließe? Und wie sieht es aus, wenn ich das Schloss als Trophäe mit nach Hause nehme? Ganz schön kompliziert die Sache mit dem Schlossknacken, aber schon entschieden worden vom Amtsgericht Köln im Jahre 2012. Wo besser als in Köln hätte das sein können? Wer in Köln mal über die Rheinbrücke geht, insbesondere die Rheinbrücke, über die auch die Bahn fährt, das ist die Deutzer Brücke, nee, die heißt, weiß ich gar nicht, wie die heißt, die Hohenzollernbrücke, natürlich, die Hohenzollernbrücke, der wird die sehen, dass die gesamte Brücke voller Schlösser ist, voller Liebesschlösser, die da angebracht worden sind. Ich weiß noch, vor ein paar Jahren waren das ganz, ganz wenige Schlösser. Mittlerweile sieht man den Zaun vor lauter Schlössern nicht mehr so, dass ich meine, ich letztens gelesen habe, dass man Bedenken um die Brückenstatik hat, weil da so viele Schlösser hängen, dass es zu schwer werden könnte und die Brücken in Deutschland ja sowieso nicht ganz so stabil sind, wie auch zum Beispiel die Autobahnbrücke am Leverkusener Kreuz zeigt. Wie dem auch sei. Jemand, der, finde ich, war ein drogenabhängiger Schlossknacker, der hat diese Liebesschlösser alle knack, 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 hat sich die genommen und teuer weiterverkauft. Da, und jetzt war die Fragestellung, inwiefern kann das hier eine Sachbeschädigung gewesen sein? Und da hat das Amtsgericht Köln gesagt, dieser drogenabhängige Schlossknacker, der kommt für 3 Monate ins Gefängnis. Denn das ist eine Sachbeschädigung im großen Stil gewesen. Die Schlösser, die waren nicht herrenlos. Die Paare hatten sie dort nur deponiert, auch wenn sie den Schlüssel weggeworfen haben und den Gewahrsam an den Schlösser hatten die Stadt oder die Bahn als Brückeneigentümer. Nee, umgekehrt, die Bahn für den Verkehr oder die Stadt, der die Brücke, die Hohenzollernbrücke, gehört. Und da die Schlösser aufgebrochen hatte, war das eine Sachbeschädigung. Naja, wenn das allerdings nur bei wenigen Schlössern passiert, mal bei einem Schloss passiert, dann wäre das hier eine geringwertige Sache. Also wenn du das Ganze jetzt noch mitnimmst, könnte es sogar ein Diebstahl sein. Diebstahl einer geringwertigen Sache ist allerdings anzeigepflichtig. Das heißt, der Inhaber des Schlosses müsste das merken, müsste dich finden und dann auch noch anzeigen. Schwierige Geschichte, könnte auch noch Anzeige gegen Unbekannt machen. Das wird also eher nicht passieren. Und der Fall vor dem Amtsgericht Köln war auch was Besonderes, weil das ein professioneller Händler von Schlössern war. Trotzdem muss man sagen, dass das Knacken der Schlösser wohl eine Sachbeschädigung ist. Anders, wenn du es so machst, wie du es beschrieben hast. Deinem Sport nachgehst, die Schlösser knackst und wieder zumachst. Dann ist das keine Sachbeschädigung. Die Sache ist nicht kaputt, das Schloss hängt noch da. Ich bin der Meinung, das ist erlaubt. Die Stadt als Eigentümer der Brücke oder die Bahn, je nachdem, wer da genau das Hausrecht hat, könnten dir das verbieten, weil sie das Hausrecht eben haben. Solange sie das nicht tun, kannst du die Schlösser dort knacken. Aber bitte nicht mitnehmen, bitte nicht wegschmeißen und bitte nicht kaputt machen. Das waren wieder sehr spannende Nutzerfragen, die von euch gekommen sind. Unter dem Hashtag FragWBS habt ihr diese Fragen irgendwo in die sozialen Netze gepostet. Macht damit bitte weiter, damit wir am Sonntag auch wieder schöne Nutzerfragen haben. Die Nutzerfragen mit dem meisten Daumen rauf werden wir hier beantworten. Und wer den Kanal noch nicht geliked hat, den bitte ich um ein Like, denn wir sind ganz nah dran an der 100.000 Abo-Marke. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis bald.